Hallo meine Lieben, heute ist Samstag, heute ist Hochzeit meines Bruders, wie man ja vielleicht schon sieht, bin schick angezogen, habe alles selbst gebunden, habe ich die Krawatte sogar. Der erste Teil, das Standesamt, haben wir hinter uns, alles gut gelaufen und ich merke halt jetzt mal, es ist halt schon was anderes, wenn es die eigene Familie ist, in diesem Fall der eigene Bruder, auf den man ja stolz ist und sowas, um den man liebt. Und dann das halt mal so miterlebt, so mit diesem Standesamt und sowas. Das ist dann schon was anderes, aber war auf jeden Fall cool. Offensichtlich filme ich heute nicht allzu viel von bla 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 und drumherum, ne? Das ist irgendwie cool. Hier ist gerade die Hochzeitslocation für die Bilder. Handgeschnitzt. Handgeschnitzt? Natürlich. Voll cool hier oben. Jetzt bleibt der Video. Der ist voll Baumhaus-Feeling hier. Man kann auch noch Bilder auf der Treppe machen. Alle stellen sich auf die Treppe und das Brautpaar steht oben. Wie ihr möchtet. Das ist auch cool. Okay. Okay. Da hinten machen sie gerade ihre Bilder. Ist echt schön hier die Location, wo wir hier gerade sind. Eben sind zwei mit einem Bulli an mir vorbeigegangen und ich habe echt überlegt hinzugehen, aber nee, nachher, ich kenne ja die Bullis, nachher kommt er dann gleich an und weißt du, ich habe ja hier Anzug an und so. Aber ich habe kurz überlegt, ob ich hingehe kuscheln. So ein kleiner weißer Stinker war das. Ja, oh, jetzt sind sie wohl durch, dann, jetzt haben wir alle ein bisschen Zeit zum Überbrücken, können kurz runterkommen und dann geht es halt, wie gesagt, zur Party, ne, zur Hochzeitsparty. Wir haben jetzt die Bilder, wir haben die Trauung und alles hinter uns, das ist ja meistens immer der anstrengendste Teil. Und dann geht es mit der Party weiter, mit Essen und so. Dann halte ich eine Rede und dann kommt der ganz gemütliche Teil des Abends. Carlos! Na, du darfst auch nicht fehlen, ne? Na klar, du bist der Familie. Hier ist gerade Pause. Ich sortiere gerade hier die ganzen Bilder für eine Rede. Und der Carlos kommt kuscheln. Wir haben jetzt noch so ein bisschen Zeit, bis es mit der Party losgeht. Wobei, wir fahren jetzt auch gleich los, aber jetzt einmal kurz chillen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Wie schick siehst du denn aus, sag mal? Oh, toll. Ja. Oh, gibt's denn Denn die Dicke. Oh, nein, das hab ich angesagt. Da ist ja noch einer. Noch so ein Star. Ein Davo. Davo, nein. Er zaubert uns alle voll. Ja. Er versteht's halt nicht, ne? Oh. Oh. Meine hat gerade getrunken. Ja, der Arme. Er darf heute auch nicht dabei sein live, aber ich glaube, das stört ihn nicht. Mein Neffe, der kleine liebe Dusty, hat irgendwelche, also wir haben so an die Tische gestellt bekommen, so kleine grüne Eier. Da konnte man halt so, die konnte man essen und er hat sich den natürlich in der kompletten Tüte genommen, hat von außen an dieser Tüte rumgesabbelt und hat dann diese Eier komplett abgelutscht. Ne? Und dann hatte er da so einen riesigen Sapp, sein ganzes Hemd war voll schon mit dieser Pfefferminzsoße, nur noch alles voll Sabber. Meine Mutter hat ihn auf dem Arm, guckt mich so an und sagt, nimm mal kurz, knallt mir meinen Neffen hier so auf den Arm. Alles voll Sabber, alles total versaut. Ich so, Mutti, jetzt lachen mich gerade alle schon aus, weil ich hier auch meine Krawatte, hier ist alles voll mit der Sabber. Aber zum Glück bin ich nicht blöd, ich habe mir natürlich ein Ersatzhemd mitgenommen. Das ziehe ich mir jetzt an und dann geht es weiter auf die Hochzeit. Ich habe schon mit meinen Eltern auch schon gesprochen. Es ist schon, man hat jetzt ja schon Hochzeiten mal mitgemacht und miterlebt. Aber es ist halt doch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn es der eigene Bruder ist. Und ich habe auch vorhin ja eine schöne Rede gehalten mit ein paar Bildern, die ich auch verteilt habe, mit ein paar Gags. Und ihr kennt mich ja, sowas kann ich ja reden. Und da wurde ich tatsächlich kurz selber emotional, wenn man sich so diese Worte so überlegt. So, nicht nur, dass man sagt, Bruder, ich liebe dich, sondern tatsächlich auch dann diesen Spruch, ich bin stolz auf dich. Und ich weiß auch, dass ihm das was bedeutet hat, das zu hören. Gerade weil ich dann auch für alle gesprochen habe, gesagt habe, trotz aller Probleme, die ihr so hattet, gesundheitlich und mit dem Haus und sowas. Und ihr habt das trotzdem alles überwunden, ob mit Hilfe oder ohne. Und als ich dann gesagt habe, wir sind alle sehr stolz auf euch, wurde ich selber auch kurz emotional. War tatsächlich ein sehr schöner Moment. Und ja, jetzt einmal schön pinkeln. Dann geht es weiter auf die Hochzeit. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Danach also gab es auch eine Tombola und bisher eine sehr schöne Hochzeit. Es ist jetzt auch noch gar nicht so spät. Aber mal gucken. Jetzt hoffen wir, dass der Kleine schläft, dass er jetzt auch wirklich schläft. Dann haben wir ein bisschen Ruhe und dann kommt so der ganz gemütliche Teil. Ich muss tatsächlich sagen, wir sind hier in der Grünstute in Briedling. Und die ganzen Mitarbeiter hier sind sehr, 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 sehr nett. Ein sehr, sehr gutes Gefühl. Die sind sehr zuvorkommend, kümmern sich auch sehr aktiv um uns. Man hat nie das Problem, irgendwo Service zu bekommen. Wir haben auch ein sehr nettes Rahmenprogramm gehabt, sehr locker, sehr fröhlich.
Das Essen war jetzt in unserem Fall jetzt nicht so die Bombe. Das sehr, sehr nüchtern. Also es war alles okay, aber es hatte alles eine komische Konsistenz, ein bisschen nüchtern. Das ist das Einzige, was ich irgendwie so erwähnen könnte. Ansonsten alles sehr, sehr professionell und vor allem die Mitarbeiter sehr, sehr nett. Und das ist wichtiger. Jetzt gehen hier schon die Straßenlichter an und ich gehe mal zurück auf die Hochzeit. Oh, aber so eine kleine Auszeit in der frischen Luft tut gerade gut. Wow, es ist schon ein komisches Gefühl nach 63 Spielstunden mal wieder. Also sich so lange in ein so tolles Spiel gefummelt zu haben und dann jetzt die Credits rollen zu sehen von Octopath Traveler. Das Spiel war einfach nur atemberaubend, es war einfach nur großartig. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das Spiel jetzt auch wirklich durch ist oder ob da noch was kommt. Es wäre seltsam, wenn es genau jetzt endet, das Spiel. Also okay, ich sehe gerade, das ist ja cool. Das sind tatsächlich Szenen aus meinem Playthrough. Also ich sehe, hier werden gerade noch so Szenen abgespielt und wie Bosse sterben und so. Und das sind tatsächlich... Ich sehe gerade, das sind tatsächlich Szenen aus meinem Playthrough. Weil genau mit diesen Charakteren habe ich tatsächlich damals gespielt in der Situation. Das sagt ja, man sieht genau, wann man wo mit welchem Charakter die Bosse getötet hat. Mit der Fledermaus, ja. Super cool. Ja, ist sehr schön, aber ich bin gespannt, wie gesagt, ob da jetzt noch was kommt. Da wird, glaube ich, noch ein bisschen Nachgeplänkel kommen. Es wäre seltsam, wenn das Spiel jetzt einfach so vorbei ist. Aber mal gucken, mal abwarten. So, heute wird noch gestreamt. Ansonsten habe ich heute echt einfach nur entspannt. Der ganze Muskelkater hat sich ein bisschen gelöst. Mir ist heute aber auch wieder so ein bisschen duselig wegen des Wetters. Alter, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn der Herbst da ist. Wenn dieser Drecksommer vorbei ist, ist es wieder so warm. Ganz, ganz dringend. Ich bin schon ganz viel am Gucken. Nächstes Jahr kommt hier eine Klimaanlage in diese Wohnung. Es ist, ihr habt es ja miterlebt. Der Sommer hat mich einfach nur geschafft. Der hat mich ja komplett aus dem Leben gehauen, dieser Sommer. Und angeblich haben wir das jetzt wohl erstmal mit der Hitze hinter uns. Also mit dieser krassen Hitze. Ich bin auch echt froh darüber. Und heute wird nichts weiter gemacht. Ich werde nachher Pokémon streamen. Und jetzt noch eine Waschmaschine anmachen, ein bisschen die Wohnung putzen und ansonsten nichts Großartiges machen. Endlich mal meine Mangas lesen heute Abend nach dem Stream und da freue ich mich sehr drauf. Aber ansonsten nichts mehr viel Spannendes für euch zu erzählen. Buch der Woche ist auf jeden Fall der Eloise Panturico, den ich gelesen habe, auch wenn ich erst in der Hälfte stecke. Spiel der Woche offensichtlich noch Octopath Traveler. Das nächste Mal wird es dann ja wie gesagt was anderes geben. Lied des Vlogs diesmal gar nichts, weil ich in diesen zwei Tagen jetzt noch nicht großartig noch ein anderes Lied gehört habe. Und Film der Woche natürlich auch nicht. Es lagen ja jetzt auch nur anderthalb Tage zwischen meinem letzten Vlog und der Hochzeit von meinem Bruder, die wie gesagt sehr, sehr schön war. Es war sehr emotional und mal was anderes, wenn der eigene Bruder heiratet, ne? Auch schön, mal so ganz viele Freunde und die Familie mal wieder so beisammen zu haben. Von daher, ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wie war euer Wochenende? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, denkt dran, Daumen hoch für Support und so. Und wir sehen uns. Ja, wie immer Mitte der nächsten Woche, ne? Schönen Start in die Woche, haut rein, vielleicht bis später im Stream. Ciao!